Der Blick reicht weit ins Tal der Eyach. Dieser Ort, hoch über Albstadt Lautlingen, ist wie geschaffen für einen Kreuzweg. Und tatsächlich gab es hier schon mal einen, mit Wegzeichen aus Tuffstein. Doch das ist lange her und die Zeit hat fast alle Spuren beseitigt. Nur in alten Karten war der ursprüngliche Kreuzweg noch zu finden. Die macht alle Schafpflege mit Schafe und Ziege. Und ja, aus dem raus ist die Fläche da oben wieder offen geworden. Und dann hat man so, hat man gesehen, dass da das möglich ist und dass das gut wäre, wenn man das wieder machen würde. Und dann hat auch die Umrisse da unten auf dem Bergsee. Und so entstand die Idee, man muss sagen, bei einem Bier. Wir drei saßen hier oben auf dem Bühl, haben eine Flasche Bier dabei gehabt. Und tatsächlich ist dann 2016 die Idee gekommen, zusammen mit Michael Weimer und den Firmkindern und verschiedenen Bauern, Landwirten, Jägern, wo ich dazu gehöre, diesen Kreuzweg wieder zu aktivieren. Die vinzentinischen Ersthelfer Albstadt haben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Wegzeichen diesen modernen Kreuzweg geschaffen. Doch anders als bei üblichen Kreuzwegen folgt der Wanderer nicht dem Leidensweg Jesu von der Verurteilung bis zur Kreuzigung. Dieser Kreuzweg verfolgt einen anderen Ansatz. Die simplen Holzkreuze werden von kleinen Skulpturen geschmückt. 2016 war ja das Jahr der Barmherzigkeit, wo Papst Franziskus ausgerufen hat. Und für uns war das dann vom Thema her Barmherzigkeit. Und wir haben hier dann das umgesetzt, dass wir die 7 Werke der Barmherzigkeit an 7 Kreuzen anbringen können und in moderner Weise. So wird Ich besuche dich beispielsweise mit einem Schiff dargestellt. Dazwischen erinnern Stelen an Vinzenz von Paul, den heiligen Franziskus, Mutter Teresa und den barmherzigen Samariter aus der Bibel. Der Kreuzweg endet schließlich auf dem Bühl mit einer Kreuzigungsgruppe. Ich glaube, das war eine großartige Aktion und ein großartiges Projekt, vor allem, weil wieder viele Generationen mitgemacht haben. Und da muss man schon sagen, hier in Albstadt, speziell auch jetzt in Lautlingen, sind die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen einfach ganz offen für solche Projekte und machen das wunderbar. Doch der Kreuzweg war nicht das erste Projekt, bei dem die Vinzentiner christliche Wegzeichen geplant und gebaut haben. Direkt in der Nähe des Stauffenbergschlosses und der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer liegt ein Meditationsgarten, gestaltet von Schülerinnen und Schülern der Werkrealschule. Er besteht aus einem Muttergottesplatz, einem Auferstehungskreuz und als Herzstück einem Labyrinth. Vorbild war hier das Kloster Untermarchtal. Und das hat uns so inspiriert, das liegt ja wunderbar jetzt hier in diesen Garten hinein, ein Labyrinth zu machen, den Lebensweg nachzuspüren, zu gehen und vor allem immer an der Quelle des Lebens, Jesus Christus, auch in der Mitte zu begegnen und anzukommen und sich daran zu stärken. Doch die vinzentinischen Ersthelfer Albstadt haben noch viele weitere Ideen. Aktuell beschäftigt sie das Thema neue Wege in der Pflege. Es gibt also immer was zu tun in Albstadt Lautlingen.